Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 14. März. Kommt mit den neuen DEKRA-Bauplänen eine zusätzliche Lärmbelastung auf den Schipkauer Ortsteil Hörlitz zu? Das war Kernthema einer Informationsveranstaltung am Sonntag in der Evangelischen Kirche Hörlitz. Eingeladen dazu hatten interessierte Bürger. 100 Hörlitzer waren der Einladung gefolgt. Konkret ging es um Informationen zum Bau der sogenannten City-Kurse für autonomes Fahren bei der DEKRA, die jetzt bei der Gemeinde Schipkau zur Einsichtnahme ausliegen. Die Hörlitzer fordern ein faires Miteinander und Transparenz im Genehmigungsverfahren. Hintergrund der Ängste in Hörlitz sind mögliche, jetzt noch nicht genaue einzuschätzende Lärmbelastungen im Ort. Lauchhammer spendet für die Ukraine. Anlaufpunkt ist dort seit dem 3. März das Mehrgenerationenhaus in der Alten Gartenstraße. Bekleidung und Decken, Medikamente, Hygieneartikel, Spielzeug, sogar ein Notstromaggregat. Das alles haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Lauchhammer bisher für die Ukraine gespendet. Gesammelt wird die Unterstützung im Mehrgenerationenhaus. Die Mitarbeiter und Helfer dort bitten jedoch, von weiteren Bekleidungsspenden abzusehen. Benötigt würden haltbare Lebensmittel, Schmerzmittel, Windeln, allgemeine Hygieneartikel, Taschenlampen und Batterien. Abgeben können Sie Ihre Spenden montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr. Verteilt werden die Hilfsgüter danach über die Koordinationsstelle Bündnis Ukraine in Elsterwerda. Zudem organisieren die Stadt Lauchhammer, das MGH und die beiden Wohnungsgenossenschaften die Vergabe von Wohnungen an Geflüchtete. Die bei Verwandten und Bekannten untergekommenen Ukraine-Flüchtlinge müssen sich spätestens nach 90 Tagen bei den zuständigen Meldeämtern anmelden. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz empfiehlt, diesen Schritt am besten unmittelbar nach Ankunft im Landkreis zu gehen. Spätestens nach 90 Tagen seien sie dazu verpflichtet. Zudem müssten sie im Asyl- und Ausländeramt ihren weiteren Aufenthalt regeln. Insgesamt wurden mit Stand Freitag rund 100 Personen erfasst. Allerdings durfte bereits ein Vielfaches im Landkreis untergekommen sein. Alle weiteren Informationen finden Sie unter osl-online.de. An diesem Wochenende sind Schützen vom Schützenverein 1425 Senftenberg in Frankfurt-Oder bei den Landesmeisterschaften des Brandenburgischen Schützenbundes in der Disziplin Luftgewehr freistehend gestartet. Dabei konnten David König, René Schamler und Marcel Seliger als Mannschaft in der Klasse Herren 1 den Landesmeistertitel, also Gold, nach Senftenberg holen. In der Einzelwertung errang René Schamler in der Klasse Herren 2 den Vize-Landesmeister und holte das zweite Edelmetall nach Senftenberg. In der Einzelwertung belegten David König Platz 5 und Marcel Seliger Platz 6. Dennis Richter trat in der Klasse Junioren 1 für den Schützenverein Fortuna Lauchhammer ein. Und nun weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Nach 35 Monaten Pause soll in Ortrand wieder ein Schneeglöckchenlauf starten. Unter Einhaltung der aktuellen Regeln und mit weit weniger Teilnehmern als gewohnt, so die Organisatorin. Geplant ist das Sportwochenende für den 19. und 20. März. Mehr dazu unter schneeglocke.de. In Großreschen wird der Hauptweg durch das Gebiet des ehemaligen Ritter-Wormles-Parks gesperrt. Grund sind zahlreiche Trockenschäden und mehrere umbruchgefährdete Bäume. Nach einer Baumschau sollen in den nächsten Wochen Sicherungsarbeiten beginnen. Dann werde die Sperrung eventuell wieder aufgehoben. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Osl lag am Montag bei rund 1.300. Es gab rund 1.800 aktuelle Fälle und 12 Personen wurden stationär behandelt. Elbe-Elster meldete eine Inzidenz von etwa 2.400 und Spree-Neiße von 2.100. Brandenburgs Industrie- und Handelskammern haben ihre Woche der Ausbildung 2022 gestartet. Wie es heißt, seien derzeit landesweit mehr als 2000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das reiche von Bankkaufleuten über Fachkräfte für Lagerlogistik und Chemikanten bis zu Köchinnen und Köchen. Deshalb haben die IHKs eine Vielzahl von Veranstaltungen vorbereitet für Jugendliche, Eltern und Ausbildungsbetriebe. Darunter auch den Azubi-Talk an diesem Dienstag 13 bis 17 Uhr. Darin geben Ausbildungsbotschafter im Video-Live-Chat Einblicke in ihren Berufseinstieg oder die Hürden des Azubi-Alltags.
Alle Termine und Aktionen im Detail finden Sie auf der Homepage der IHK Cottbus. Soweit die Meldung. Jetzt folgt hier noch der Polizeibericht. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Schipkau und Hörlitz ist Samstagvormittag ein Autofahrer verunglückt. Er verstarb später in einem Dresdner Krankenhaus. Der 24-Jährige war gegen 9:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Für Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache wurde das Fahrzeug sichergestellt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren in der Nacht zum Sonntag an einer Tankstelle in Schwarzheide im Einsatz. In der Senftenberger Straße hatten Unbekannte Zapfpistolen aus der Halterung genommen und angezündet. Dabei wurden zwei Zapfschläuche vollständig zerstört und ein Werbebanner beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Soweit unsere Nachrichten für Sie. Und jetzt folgt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Nach dem Start in die neue Woche wird es in den kommenden Tagen immer freundlicher und spürbar milder. Der Dienstag ist wolkig, trüb, am Abend sind leichte Schauer möglich, bei Höchstwerten um 13 Grad. Mittwoch bringt uns einen Sonne-Wolken-Mix, es ist trocken bei maximal 12 Grad. Der Donnerstag wird sehr sonnig und trocken, die Werte steigen bis 14 Grad.